Moin moin und willkommen zurück zu Starlink, endlich mit dem großen Update Crimson Moon für die Switch. Und wir werden uns heute voll und ganz nur auf die Mission von Fox McCloud und seiner Truppe fokussieren. Denn es gibt mehrere Sachen, die man auf Crimson Moon machen kann, wie ich gelesen habe. Aber wir wollen natürlich nur die normalen Truppen haben, mehr wollen wir nicht machen. Deswegen werden wir da als erstes mal hineiern und mal gucken, wie es da so ist. So, wir sind jetzt gerade noch hier in Heaven. Da müssen wir natürlich wegfliegen von. Wir gehen auf die Karte. Man sieht, ist da der Purpurmond. Da können wir direkt drauf fliegen. Das machen wir jetzt auch. Und rein geht's. So, oben die Mission. Nehmen wir natürlich die Mission vom geheimnisvolles Paket. Sprich mit Fortune. Fortune ist der das Ganze ausrichtet da auf Crimson Moon. Gut zu wissen für euch vielleicht. Aber... ist auf jeden Fall das Wichtigste. Huch, wollte da reinfliegen. Mach ihn da. Wie man sieht, kann man die Arenen schon sehen von hier oben. Wie cool ist das denn? Und es gibt ja viele Rennen da und alles, was man so machen kann. Eieiei. Wir müssen hin, aber wir müssen noch runter direkt. Okay. Fliegen wir mal da runter. So. Ihr seht jetzt alles genauso, wie ich das sehen würde, wenn man anfängt mit dem Spiel. Ich war schon kurz vorher einmal auf dem Mond drauf hier, um zu sehen, was da passiert. Aber da ist nichts passiert, also ich habe nichts verpasst oder so. Zack. Hier können wir mich mit ihm reden. Zack. Du hast überlebt. Das ist schön. So, mehr erzählt er uns noch nicht. Er erzählt uns halt nur zu Beginn, dass er halt der ist, der das Ganze ausrichtet hier. Uns kann das egal sein, denn wir haben... nichts weiter mit ihm vor. Also, er erzählt uns halt ein bisschen über die Geschichte und so. So, wir gehen auf die Mission. Und da gibt es Rennen, wie ich sehe. Wiedersehen mit Star Fox. Das ist das, was wir hier machen werden. Die Atlas-Schmiede. Natürlich, es gibt natürlich verschiedene Missionen hier. Wir wollen aber Wiedersehen mit Star Fox machen. Eine Frage. Sehen die Postboten auf eurem Planeten gut aus? So richtig hübsch. Ich wurde nämlich mit einem verwechselt. Ein seltsames Trio hat mir dieses Paket für euch gegeben. Ihr bekommt es, weil ich neugierig bin. Aber glaubt nicht, dass ich das noch einmal mache. Und nein, meine Leute haben es überprüft. Es ist keine Bombe. Oder doch? Nein, ist es nicht. Oder vielleicht doch? Also, um diese Mission annehmen zu können, müsst ihr im E-Shop allerdings die Co-Piloten kaufen. Also Slippy, Todd, also die ganzen, die Co-Piloten von Star Fox. Die kosten 11,99 €. Man muss eigentlich nur die Piloten kaufen, damit man die nachher fliegen kann. Also mehr muss man nicht kaufen. Zumindest habe ich so mitgekriegt jetzt. Eine Belohnung ist, wir kriegen ein Corneria-Kuchenrezept. Na super. So, wir nehmen die Mission mal an. Erwartet jemand eine Lieferung? Ha, bitte per Starlink zur Equinox senden. Wir sehen es uns an. Dieses Ding lasse ich nicht in die Nähe meines Schiffs. Oh, wir lassen es also bei unserem Piloten. Wirklich schlau. Schön, ins Labor bringen bitte. Alle anderen, wir treffen uns hier und sehen es uns an. Okay, gehen wir wieder zurück im Weltraum. Aber zum Weltraum zurück. Und fliegen zu Equinox. Ist ja nicht so weit weg. Die ist fast neben dem Planeten, was natürlich sehr praktisch ist für uns. Naja, fast und fast, ne? Können wir auch Schnellreise hinmachen. Warte mal kurz. Ob die Equinox auch... Da ist unser Raumschiff und da ist die Equinox. Okay, dann müssen wir direkt hin. Machen wir eine Schnellreise hin, ne? Haben ja keine Lust hier großartig durch die Gegend zu fliegen. Nochmal 200.000 Lichtjahre. Schon im Labor. Okay. Bin gespannt. Ich beseitige es. Warte mal. Dieses Paket da. Es ist etwas seltsam. Corneria-Kuchen? Du weißt, was das ist. Nur das beste Dessert im gesamten System. Dem Partikelverfall des Objekts nach stellt es keine Gefahr dar. Und es stammt nicht von hier. Hey.
Das ist so schnell. Was ist los? Ist es kaputt? Nein, natürlich nicht. Macht euch bereit. Es startet gleich die Übertragung. Oh, hallo, Star Fox. Andrew. Bloodstar. Pigma. Schmeckt dir der Corneria-Kuchen, Peppy? Ihr wollt bestimmt wissen, wie er dorthin gekommen ist. Leon. Transintentionales Teleportationsgerät. Das heißt transdimensional. Du dachtest wohl, ich sei nicht so schlau wie Onkel Andros. Und was jetzt? Bist du auch nicht. Hey, das hab ich selbst gemacht. Schnauze, alle beide. Ihr habt unseren Boss blamiert. Und damit werdet ihr nicht davonkommen. Das sollte ich doch jetzt sagen. Sind wir in Atlas. Jetzt wird abgerechnet, Star Fox. Und eure neuen Freunde werden wir auch nicht vergessen. Pose. Ich mag sie. Ha? Freunde von euch? Freunde von Wolf. Und jetzt haben sie so eine Art Portalgerät. Das gehört nicht in ihre Pfoten. Klingt, als müsstet ihr ein paar Fieslinge fangen. Moment. Das ist doch unser Kampf. Hast du eine Idee? Alle Portale besitzen eine eigene Energiesignatur. Benutzen diese Typen das Gerät nochmal. Spülen wir sie im Handumdrehen auf. Okay. Klingt nach einem Plan. Yeah! So, und somit startet die erste Mission. Ich find's cool, dass sie es extra für die Switch machen. Wenn unsere Freunde das Teleportationsgerät nochmal benutzen, kriegen wir das sofort mit. Du bist super, Mason. Hier geblieben. Wir empfangen ein Notsignal von einer Prospektoranlage im Asteroidengürtel. Ein fremdes Schiff stört ihren Antrieb. Lass mich raten. Das Schiff ist stachelig mit einem Hauch Verbrecherrot. Dann ist es doch nicht so fremd, was? Ich kümmere mich darum, Fox. Diesen Typen möchte ich mal gehörig die Meinung sagen. Gut, dann fliegen wir da mal hin. Oder? Dann ja. Ich will mal kurz gucken. Jetzt habe ich hier neue Piloten bekommen. Jetzt haben wir den Piloten natürlich eingesetzt. Aber ich würde natürlich ganz gerne die Piloten auch mal sehen, ne? Auch mal interessieren. Mal das Schiff ändern. Wir gehen mal auf den Arwing natürlich. So, man könnte jetzt beim Arwing, könnten wir natürlich auch, wenn wir Lust hätten, könnten natürlich auch hier mal die Lackierung ändern. Denn wir haben neue Lackierung bekommen. Die habe ich allerdings schon eingesetzt. Aber die könnte ich aber hier einsetzen. Dann nehmen wir die vom anderen nämlich weg. Und wie ihr seht, das ist neu in dem Spiel. Lackierung. Und diese Lackierung, ja, sieht unser Schiff so ein bisschen golden aus. Ich muss zugeben, ich finde das Gold nicht so geil, obwohl es legendär ist. Ist jetzt nicht so ein Highlight, oder? Aber es gibt auch coole Lackierungen, die man natürlich nachher kaufen kann, unten bei der Rennleitung. Das heißt, desto mehr Rennen man gewinnt, desto mehr Punkte kann man bekommen. Und ja, desto schöner können die nachher sein. Was es da noch alles gibt, das werden wir alles noch rausfinden. Aber wie gesagt, wir machen die Mission. Ja. Das ist natürlich immer noch dabei. Man muss Atlas natürlich auch immer noch befreien, weil das ja immer wieder, es kommen immer wieder neue Primes und immer wieder neue große Raumschiffe. Aber da müssen wir halt durch, ne? So, wir fliegen da jetzt mal hin. Um mal hier durchzukommen, dass wir nicht da unbedingt kämpfen müssen. Ich habe jetzt nicht so viel Bock zu kämpfen, muss ich sagen. Aber hier, obwohl hier im Weltraum sieht das Raum schon wieder ganz geil aus, die Lackierung, ne? Zwischen Glitzer, Glitzer. Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Ach, komm, soll ruhig kommen. Fliegen wir jetzt durch. Oder auch nicht. So, wir sind auch schon gleich da. Mal gucken, was den Antrieb stört. Versuche die Elektrum-Raffinerie, okay. Gleich da. Gut, da ist die Raffinerie. Warnung, Legion-Hyperraumfalle im Anflug. Okay, hier gibt es keine Wolken. Ich nähere mich dem Notsignal. Wie es scheint, liegt die Asteroiden-Raffinerie direkt voraus. Das haben wir echt toll hinbekommen. Diese Schurken sind uns nach Atlas gefolgt. Hey, Wolf hat damit angefangen. Ich weiß aber, wenn die in der Nähe sind, werden Unschuldige in Gefahr gebracht. Finden wir doch einfach die Prospektor.
was Starwolf auch vorhat. Wir müssen ihn aufhalten. Okay, Fox. Wir gucken mal, wo die sind. Was bauen die hier eigentlich ab? Ich dachte, die Prospector haben lieber etwas Erde unter ihren Füßen. Die meisten von uns schon. Aber diese Elektrum-Asteroiden ziehen die Jüngeren irgendwie an. Sie wissen es nicht besser. Können wir reinfliegen? Diese Tür scheint verriegelt. Vielleicht gibt's einen anderen Weg hinein. Okay. Kommen wir nicht so einfach. Kommen wir hier außen rum? Sieht nach einem angedockten Schiff aus. Stimmt. Wollen wir über das Schiff reinkommen? Na, guck mal, da können wir doch reinholen. Ich fliege hinein. Es ist ruhig. Zu ruhig. Wir sind im Weltall. Das weißt du, oder? Ich meine, du bist ja schon etwas älter, aber so alt bist du auch nicht. Hier rein. Hey, als du noch nicht geschlüpft warst, bin ich schon geflogen. Und du warst einstmals bestimmt ein echtes Fliegerass. Oh, danke, Slippy. Hey, was meinst du mit einstmals? Kann man da reinfliegen? Okay. Eieiei, okay. Dann roll durch. Eine ordentliche Ladung Elektrum ist gerade eingetroffen. Gut, dass wir so viele Prospector-Freunde haben. Oh. Unten längs. Oh! Ah, oh, aber nicht getroffen. Geil. Was ist denn hier, ey? Wieso ist hier so viel Müll? Wir sind gefangen. Die Prospector sind da drin. Wenn diese Tiere ihnen was getan haben. Ich bin dran. Sind sie hier? Siehst du sie? Hilfe! Oh. Hilfe, bitte! Irgendjemand! Ha! Ihr spielt immer die Lieben und Guten, oder? Pigma! Hey, Peppy! Hörst du dieses Schnurren? Das ist das Geräusch des Asteroiden, der direkt auf Haven zurast. Und ihr, Loser, sitzt in der ersten Reihe. Sagt Tschüss, Planet. Eieiei. Ah, ausgerechnet du. Damit lassen wir dich nicht davonkommen, Pigma. Flippy, was kann ich dagegen tun? Die Raketen, die müssen intern angetrieben werden. Siehst du einen Generator oder einen Energiekern? Ja, hier ist wirklich ein Kern. Und jede Menge Laser. Gut, das sollten die Energiestrahlen sein. Wenn du sie blockierst, erhältst du den Zugang, um den Kern abzuschalten. Okay. Mach schnell, bevor diese Raketen starten. Wie machen wir das? Können wir eine andere Waffe nehmen? Nimm dir ein Trümmerteil. Achso, okay. Alarm. Unsere Messungen zeigen, dass ein neuer Legion noch ein Prime Scheiße. Nimm dir ein Trümmerteil. Was für ein Trümmerteil soll ich mir denn nehmen? Hier so eins. Ah, da, okay. Okay, das sollten wir vielleicht nicht machen, macht nicht so viel Sinn. Aber vielleicht auf das Ding da oben. Warte mal. So, wo schmeißen wir das dagegen? Dagegen vielleicht? Auch nicht. Vielleicht gegen die Laser? Oder einfach durch den Strahl. Blockieren die Energiestrahl mit Trümmern. Ach so, okay. Muss es auch mal oben lesen, ne? Das ist clever. Ah, okay. Geschafft. Weiter so und sei vorsichtig. Der Kern wird die Energie zum Ausgleich auf die anderen Strahlen verteilen. Mit jedem blockierten Strahl werden die anderen also umso gefährlicher. Okay.
Oh, diese Motoren werden ganz schön heiß. Sie fliegen jeden Moment in die Luft. Noch einer erledigt. Weiter so! Tick-Tack! Die Zeit läuft ab. Oh, Pigma, du Assi. Stark. Moment! Ich habe ein Spezialkraftfeld, das ihn blockieren könnte. Bring mich rein! Ich bring das zu Ende! Gebt auf! Wer braucht denn auch 7 Planeten? Wie soll ich denn... Ach da! Warte schnell, ich kann jetzt damit einen Piloten nennen? Super gemacht, Sascha. Hat ja auch gar nicht so lange gedauert. Peppy Hair. Gut. Piloten, Absicherung. Happy hier. Alle Systeme auf Grün. Okay. Blockiere die restlichen. Probieren wir das mal aus. Funktioniert nicht so, wie ich dachte. Damit so ein Ding hinfliegen, um das zu machen. Unsere Messungen zeigen, dass ein neuer Legion Prime. Alter, guck mal, wie viele Primes jetzt landen, ey. Crazy. Ich muss, glaube ich, irgendwie mein Schutzschild aufladen unten. Kann das sein? Wahrscheinlich, ne? Gucken wir mal von der Seite. Wenn du den Strahl blockieren willst, Peppy, solltest du es jetzt tun. Nutze dein Kraftfeld. Ah, okay. Oh, hoch da. Sehr schön. Nein. Da, so runter. Alter, ich kann nicht runterfliegen, nur jetzt. Ich wusste, dass das klappt. Mann. Hat auch gedauert. Okay, dann kommen wir jetzt mal raus und gucken, was da draußen los ist. Ein Ausgang. War doch irgendwo eine Schleuse da. War die Schleuse. Da unten. Aber natürlich. Hat ja nicht lange gedauert. Nur 2 Raumschiffe verballert. Na gut. Oh. Ah, verschwinde von da. Schnell! Oh. Beeil dich lieber, wenn du kämpfen willst. Du bist erledigt. Muss ich mit Peppy hier kämpfen oder könnte ich theoretisch auch mit meinem Fox McCloud kämpfen? Oder?
Nämlich der hat ja ein paar mehr Sachen. Für ihn haben wir ja noch gar nichts reingebaut hier, also. Brauchen wir nicht sehen, das kennen wir ja schon. So. Und das Flugzeug nehmen wir natürlich, ein A-Wing. Wieder hier anfangen können. Oh. Es geht los, Leute. Yippie! Das wird lustig. Wie wäre es damit? Ich habe Probleme. Was? Ah, warte, pick mal, dich kriegen wir, du dummes Schwein. Dein Schiff wird mir viel Geld einbringen. Gleich erledigt wieder. Gibt's doch gar nicht. Diese dumme Sau. Mann, ey. Ich bin echt aus der Übung, ey. Oh, Zeit zu gehen. Oh, bist du jetzt sauer? Aber auch schnell und wendig ein Schiff da. Jetzt bringe ich dich zum Weinen. Da komm schon. Dieses Mal lasse ich dich davonkommen. Tschüssi, du dummes Häschen. Blöder Spast. Mann, Peppy, ich glaube, so aufgebracht habe ich dich noch nie erlebt. Ich will bloß nicht wieder jemanden im Stich lassen. Mach dir darum keine Sorgen, Peppy. Du hast uns noch nie im Stich gelassen. Das... Danke. Vielen Dank. Weißt du, Fox, du wirst wirklich... Immer mehr wie dein Vater. Ich weiß. So. Star Fox, diese Typen legen sich echt ins Zeug. Wir empfangen soeben ein weiteres Notsignal. Darauf fallen wir nicht nochmal rein. Keine Sorge. Razor meinte, ich solle es prüfen. Dieses Mal ist es echt. Ein Forschungslager auf Ashar. Danke. Wir sind unterwegs. Super. Gut, dann haben wir schon ein bisschen was geschafft haben. Werden wir zu Ashar fliegen und... Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick gegeben. Ich werde jetzt, bevor wir die Star Fox Folgen weitermachen, werde die nächste Folge einmal um Crimson Moon allgemein drehen. Dann werden wir kurz runtergehen, ein paar Missionen da machen. Und dann weiter mit der Star Fox Truppe machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.